Shalom Aleichem, wir lernen weitere Tariag Mitzvot, 613 Mitzvot von die Torah. Heute Mitzvah 585. Shalom Lemashken Balchov Bizrua. Das Verbot, einen Schuldner zwangsweise zu pfanden. Also zu nehmen den Pfand mit Kriminalität, mit Brutalität, mit hoher Gewalt, mit Zwang, ohne ihn zu fragen, höflich die Sache zu machen. Lass uns sehen, was sagt die Tora dazu. Das ist 5. Buch Moshe, Parashat Ki Tetzeh, Kapitel 24, Pasuk Yud. Wenn du an deinen Nächsten eine Schuldforderung geltend zu machen hast, sollst du nicht in sein Haus kommen, sein Pfand zu pfanden. Also, die Tora sagt uns, wenn du an deinen Nächsten geltend zu machen hast, bei deinem Nächsten ein Guthaben hast, eine Schuldforderung, irgendeine Guthaben, also irgendeine Schuld, dass du das tust. Also, die Tora erlaubt uns nicht, die Recht in die Hände zu machen. Also es, hier ist eine Mitzwa, insbesondere für die reichen Leute. Die haben Möglichkeit, Geld leihen, und sie haben auch Kontakt zu Mieten. Solche Banditen sollen gehen zu dem Schuldigen und ihm etwas nehmen, und auch deine Leute, die du schickst, ist auch sozusagen Mafia. Und diese Mafia dürfen nicht alleine nehmen, ohne die gesetzlichen Sachen. Also, ohne Richter, ohne Entscheidung von Bedin, dürfen wir nicht kommen zu dem Haus von der Betroffene, also der Schuldiger, etwas zu nehmen. Oder dass wir ihn sehen auf dem Market, der hat irgendeine Tasche in der Hand, seine Tefillin oder, keine Ahnung, ein Geschenk mit der Uhr, und wir klauen. Deshalb, es ist verboten, von ihm nach Hause zu kommen oder etwas draußen zu nehmen. Und die Grundlage dieser Mitzwa ist, dass Menschen nicht gesetzlos leben sollen. Dass sie Gewalttäter werden ohne Herrschaft. Dass der Größen schlingt der Kleinen, dass eine schlingt, dass Ängste herrschen. Und Menschen können sie es nicht, und das kann bringen auch zu Schlägerei und zum Tod und zum größten Balagan. Und die Tora will nicht, dass Menschen sich die Gericht in die Hände nehmen, und Sachen bei Geld, das Blut kommt ganz schnell zum Kochen, kommt ganz schnell zu verlieren der Mentalität. Jeder Mensch, wenn es kommt zu seiner Tasche, plötzlich ist er ein anderer Mensch, ein brutal. Und deshalb, die Tora hat uns verboten, diese Sachen zu machen, dass wir dürfen zu ihm nicht nach Hause kommen und von ihm das nicht irgendwie klauen oder kommen zu seiner Garage und nehmen sein Fahrrad oder sein Auto und so weiter. Wir dürfen nichts kommen, etwas allein zu nehmen, auch nicht alleine zu kommen und schreiben, der hat einen Esel, der hat das, der hat jenes. Das darf nur dem Bedien, die Gericht, die Leute, die dazu zuständig, das zu machen. Ansonsten, es ist verboten, weil Hashem will eine geordnete Welt, und Hashem will, dass wir in dieser Welt leben normal und dass wir in Gericht gehen, wenn etwas nicht gut, und deshalb dieses Verbot ist überall, bei Männern, bei Frauen, in Israel, in Ausland, darf man nicht mit Zwang ein Pfand nehmen, nur mit Erlaubnis vom Gericht. Shkoyach.